Oh Glossy Box, was hast du uns zu bieten? Wir warten drauf, was ist wohl drin? Wir warten drauf, das macht gerade keinen Sinn. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich mache das heute mal ein bisschen anders. Irgendwie, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen in Weihnachtsstimmung und du? Ja. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Glossybox Unboxing. Und zwar ist das die Glossybox aus Dezember 2018. Also man denkt wirklich, man wird aktuell mit Glossyboxen überflutet, weil in kürzester Zeit kamen sowohl die Barbour-Box als auch die Benefit-Box, als auch der jetzt hier die Glossybox. Und man hat ja auch den Glossybox Adventskalender immer wieder mal vor Augen gehabt. Und ja, jetzt ist die klassische Glossybox aus Dezember 2018 da. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen dieses Unboxing dir anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, es ist die Mary Poppins Edition und ich hole das noch mal ein bisschen schöner raus. Das hatte man ja auch immer wieder in dieser Werbung gesehen. Mega schön. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir den Film im Kino angucken möchte, weil sowas eigentlich nicht unbedingt meine Filmstilrichtung ist. Aber es gefällt mir richtig schön, wie das hier drauf gedruckt ist. Muss jetzt nicht unbedingt hier Mary Poppins sein, das hätte auch irgendwas anderes sein können, aber es ist eine Special Edition und ich finde es sehr hochwertig gemacht, wenn du dir das anschaust. Ja, ne, es ist wirklich schön gemacht und ja, ein guter Print. Ja, Werbung über Werbung, das Übliche, was da immer so mit drin ist. So, die Box ist kalt, denn jetzt gerade hat der Hermesbote mir diese Box gebracht und sie kommt wirklich gerade aus seinen Händen. Und da habe ich direkt gesagt, alles klar, hinsetzen, Video drehen. So, aufmachen. So sieht sie aus. Schleifchen öffnen. Und los geht die wilde Reise. Zuerst haben wir hier das Glossy Magazin drin, wo drin steht, was drin ist, was eisekalt gerade echt ist. Wenn da Gutscheine drin sind, schreibe ich die immer unten in die Infobox. Preise schreibe ich euch hier oben immer rein. Achso. Glossybox. Habe ich im Abo, Jahresabo, zahle ich pro Box 12,50 Euro. Ja. Und deswegen ist es immer eine ganz gute Sache. Du hast hier sehr, sehr viele Beauty-Produkte drin und unten in der Infobox stehen dann auch ein paar Codes drin, falls du die vielleicht auch etwas günstiger abonnieren möchtest. Ja, schau einfach mal vorbei. Baby hat sich super lösen lassen. Es fängt schon mal gut an. Luvos, aber die ist eisekalt. Luvos Naturkosmetik mit Heilerde, eine Reinigungsmaske. Luvos ist eine sehr, sehr, sehr angenehme Marke. Das ist alles sehr natürlich, ist ja Naturkosmetik für schöne und gesunde Haut. Masken finde ich persönlich generell geil. Also von daher, ne? Perfektes Produkt für mich. Die hatte ich jetzt letztens tatsächlich schon mit euch mal live ausgetestet. Hatte ich auch schon, also die habe ich in der Box gehabt, die habe ich mit euch ausgetestet, als ich die Box ausgepackt habe. Die hier wird auf jeden Fall weiter wandern. Ich finde die super, super toll. Das ist die Neutrogena Hydro Boost Maske. Ja, die ist zweigeteilt, sitzt richtig schön und ist sehr angenehm für die Haut. Wird aber weiter wandern, weil die habe ich jetzt, glaube ich, schon zwei, dreimal getestet und es warten noch so viele Masken darauf, auf mein Gesicht gepackt zu werden. Deswegen, die wird weiter wandern. Und jetzt geht die Party so richtig ab. Ach Mensch! Von Wahre Schätze, von Garnier, eine Tiefenpflegemaske Honigschätze. Die habe ich in groß, die finde ich super. Richtig cool, dass ja, die auch eine schöne Haarmaske mit reinpacken. Jetzt im Winter brauchen die Haare Pflege, 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 Pflege. Also, ich weiß nicht warum, aber im Winter sind meine Haare extrem trocken. Im Sommer nicht so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also es liegt nicht immer unbedingt an dem Shampoo oder der Spülung oder sonst irgendwas, was ich gerade benutze. Aber gerade im Winter sind die so trocken, obwohl die im Sommer eigentlich viel heller sind und dann eigentlich theoretisch trockener sein müssten.
Sind sie aber nicht. Also die müssen dann immer extrem viel gepflegt werden. Deswegen sind solche Haarkuren, Haarmasken auch wirklich immer sehr, sehr wichtig. Und das hier ist jetzt eine Tiefenpflegemaske zum Ausspülen mit Honig. Riecht richtig gut und pflegt auch richtig gut. Dann habe ich von Jean und Len einen Reinigungsschaum für alle Hauttypen, duftneutral. Make-up, nicht UP, sondern AB, Make-up, abmachen, mit Limetten- und Apfelextrakt entfernt Augen-Make-up. Da muss ich gucken, ob ich das vertrage, weil ich normalerweise nicht ein Freund von säuerlichen Gerüchen bin. Aber aktuell habe ich auch ein Gesichtsserum, das etwas säuerlicher ist, aber was super, super gut mit meiner Haut umgeht. Ja, also da bin ich gespannt drauf. Jean und Len soll eine richtig gute Marke sein. Das hatte ich letztens bei der lieben Jana auf dem Kanal tatsächlich auch gesehen. White Swan Beauty heißt die. Ich verlinke euch hier oben mal ihren Kanal. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Eine ganz, ganz liebe ist das. Ja, probiere ich auf jeden Fall mal aus. Jetzt habe ich hier von Rituals The Ritual of Yalda ein Foaming Shower Gel, so heißt das, drin. Hatte ich, glaube ich, schon mal oder sowas in der Art, weiß ich nicht. Habe ich auf jeden Fall schon mal auch in der Cosmopolitan-Zeitschrift gesehen, mir aber bewusst nicht gekauft. Aber jetzt habe ich es da. Jetzt wird es verwendet. Dieses ist relativ schnell leer. Ich habe das Ritual of Ayurveda auch als Foaming Shower Gel schon gehabt. Was ich von der Pflege, von der Anwendung auf der Haut und vom Reinigungsgefühl, vom Hautgefühl danach richtig gut fand, aber vom Geruch nicht so gerne mochte. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das hier performen wird. Ich kann nicht riechen, meine Nase ist zu. Ich würde unheimlich gerne dran riechen, ich kann aber nicht, weil ich riech nichts. Das ist echt ärgerlich. Aber es soll sehr gut riechen. Wonach? Watermelon und Pomegranate. Ja, hallo. Auch wie gerne würde ich das riechen. Später. Wenn mein Schnupfen weg ist, dann kann ich wieder riechen. Als nächstes ist hier von Batiste ein Trockenshampoo und Antifrizz drin für krauses oder widerspenstiges Haar. Okay, krauses Haar habe ich nicht. Widerspenstig, ja, jetzt im Winter, dadurch, dass es halt trockener ist, frisst das halt ein bisschen mehr. Interessant, Trockenshampoo verwende ich nicht so sehr, weil ich, shame on me, wirklich jeden Tag meine Haare wasche. Ja, es ist nun mal so, ne? Ich weiß, dass es sonst meinen Haaren einfach nicht gut tut. Ich habe schon mal versucht, gerade so im Urlaub versuche ich das auch öfter mal, dass ich dann so eine Fettkur, ist ein bisschen eklig, mache, dass ich dann auch mal ein bisschen länger versuche, meine Haare nicht zu waschen. Und das heißt dann wirklich mal einen Tag nicht waschen. Furchtbar. Ich habe mich auch schon mal über so eine Olivenöl-Kur informiert und so, aber nee, Leute, sowas kann ich nicht machen, wirklich nicht. Mal gucken, vielleicht ist das hier mal etwas, wo ich mir ein Wochenende gönnen kann, wo ich versuche, einen Tag nicht Haare zu waschen oder zwei, ich weiß es nicht. Von Trifle Cosmetics haben wir einen Lip and Cheek Jam. Okay, Trifle Cosmetics hatten wir mal eine Lidschattenpalette drin, die ich, glaube ich, auch mit euch zusammen ausgetestet habe. Ja, habe ich. Genau. Das war in dem Video, wo ich ein Boxen-Make-up quasi geschminkt habe. Okay, das ist interessant. So sieht es aus. Das ist eine Pipette. Und das soll man sich dann scheinbar auf die Wangen machen können, so als Blush. Und auf den Mund, um dann ein bisschen rot zu kriegen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Also auf den Lippen habe ich nichts drauf. Cheeks, ne, da habe ich jetzt ein bisschen Respekt vor, ne? Ich versuche es jetzt erstmal auf den Lippen. Man soll da einfach so Punkte drauf machen und das dann mit den Fingern so verblenden. Ob das funktioniert oder ob ich jetzt hier alles vollkommen zusaue, das schauen wir mal. Okay, wir schrauben es auf. Ich würde gern dran riechen und euch sagen, wie es riecht, ne? Sieht aus, als würde es nach Kirsche riechen. So, ich versuche das jetzt so zu machen, dass du auch sehen kannst, was ich hier jetzt so treibe. Okay. Und theoretisch müsste man das so drauf tropfen lassen können. Aber das zerfließt doch. Und da kommt vor allem auch einfach nur Luft gerade raus. Okay, es war auch nichts in der Pipette drin. Okay, theoretisch so ein Tropfen drauf. Ich habe ein bisschen Angst. Wir schauen mal. So wirklich einen Unterschied sehe ich jetzt noch nicht so ganz. Aber ich habe jetzt ja auch nur ein ganz bisschen drauf gemacht. Ich mache mal noch ein bisschen mehr drauf.
Also ich finde es sehr umständlich, das drauf zu machen, aber das Ergebnis finde ich ganz schön. Also es sieht wirklich schön natürlich aus. Das gefällt mir. Ja, klebt jetzt ein bisschen, aber ich denke, dass es antrocknen wird und dann bleibt es so. Mein Finger ist auf jeden Fall so geblieben. Ja, die Farbe kriegst du auch nicht mit dem Kosmetiktuch runter. Also dein Finger bleibt dann schön eingefärbt, ne? Super. Gucken wir einfach mal, ob die Farbe gleich trocknen wird. Also noch ist alles etwas klebrig. Das, was da rauskommt, ist halt ja, sehr wasserbasisch, also sehr nass, was dann auf den Lippen ist. Aber wenn du es so einklöppelst, dann ja, zieht das schnell ein, trocknet an. Ja, so langsam trocknet es an. Interessantes Produkt, aber ich finde es wirklich umständlich, das anzuwenden. Und ich denke, wenn ich mir das hier so auf die Cheeks machen würde, dass es dann auch schnell entweder zu viel wird oder dass es irgendwo hinläuft, wo es nicht hinlaufen sollte. Da bin ich sehr vorsichtig. Aber interessantes Produkt, sowas habe ich vorher noch nicht benutzt, noch nicht gesehen. Und ja, dafür sind ja diese schönen Beauty-Boxen auch so ein bisschen da für mich, dass ich auch was Neues mal entdecken kann. Und ja, richtig, richtig interessantes Produkt. Ich bin gerade total begeistert davon, wie viele Produkte hier in der Box sind. Normalerweise hast du so ungefähr 5 Produkte in der Box und hier sind das so viele. Ich zähle am Ende mal zusammen. Also hier sind noch welche drin, also von daher Wahnsinn. Als nächstes habe ich hier von Meech & Mia ein Eyeshadow. Es ist eine goldene Farbe, richtig passend für, ja, jetzt für Weihnachten. Ich habe jetzt tatsächlich auch so einen ganz leicht schimmernden von Catrice drauf. Das ist auch so ein Stick gewesen. Und sowas verwende ich wirklich gerne. Und ja, passend für Weihnachten, ne? Auch dafür einen Daumen nach oben. Finde ich mega cool. Also, hier hat Glossybox wirklich winterliche Produkte hineingepackt. So, und last but not least habe ich hier von Essie einen Nagellack drin. Platinum Grade Finish. Ich denke, dass du den über die Fingernägel machst, klar, ist ja Nagellack. Und dass du dann einen Platin-Nagellack hast. Schauen wir uns den mal an. Ist es durchsichtig? Das weiß ich jetzt nicht. Müsste ich wirklich mal ausprobieren. Aber ich denke nicht, dass es ganz normaler weißer Nagel, ganz normaler durchsichtiger Nagellack ist. Kein Topcoat in dem Sinne. Also das sieht mir schon eher danach aus, dass du dann so einen Glanz oder sowas auf den Nägeln haben wirst. Also sehr, sehr interessant. 5 ml sind hier drin. Das ist ja diese kleinere Größe von Essie. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ihr Lieben, das waren jetzt 9 Produkte. Also, was soll ich sagen? Die Lippenfarbe ist trocken. Also es ist jetzt, als hätte ich nichts auf den Lippen. Und es sieht wirklich schön natürlich aus. Es gefällt mir richtig gut. Und ja, meine Güte, wenn es jetzt vielleicht auch sogar länger anhalten würde, würde ich mich auch noch extrem drüber freuen. Ja, was soll ich sagen? Diese Box ist für mich geil. Ich finde sie wirklich, wirklich gut. Also ich werde so gut wie alles aus dieser Box verwenden. Außer das, was ich jetzt vielleicht einfach schon habe, zum Beispiel die Neutrogena-Maske, obwohl ich die ziemlich geil finde. Also hätte ich sie vorher nicht gehabt, würde ich mich extrem drüber freuen. Und auch diese Haarmaske, die werde ich auch weitergeben, weil auch die habe ich entweder gerade noch unter der Dusche stehen oder ich habe sie schon aufgebraucht, das weiß ich gerade nicht. Ja, alle anderen Produkte sprechen mich an, finde ich super interessant und werden auch definitiv von mir benutzt. Ja, fetter Daumen nach oben, so ganz weiter und ein dickes Grinsen gibt es auch noch gratis mit dabei. Wahnsinn. Ich blende euch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich denke, dass der auch so ungefähr bei, was sagen wir jetzt, 50 Euro grob liegen wird. Also für mich eine absolute Weihnachtsbox. Also allein hier durch diesen Eyeshadow, durch die Lippenfarbe. Dann die Body Cream hier ist für mich auch weihnachtlich, also von der Optik her, vielleicht vom Duft jetzt nicht so unbedingt, aber es ist, glaube ich, auch sehr weihnachtliches Produkt, um das mal so zu sagen. Eine Haarmaske brauchst du, eine Maske, also du brauchst ja alles, ne, Leute. Mega, 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 mega geil. So, hat mir gut gefallen. Ja, dann hoffe ich, dass auch dir mein Video gefallen hat. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren.
Ja, ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!